Und weiter geht's mit Assassin's Creed Syndicate. Das letzte Mal haben wir uns die Galvanisierungsbomben geholt und getestet. Und eigenartigerweise war unser Bruder... Sie, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Unsichtbar. Je länger wir Starek daran hindern können, falsche Nachrichten zu verbreiten, desto mehr können wir die Leute mit der Wahrheit über seine... Ich stimme zu. Je eher wir ankommen, desto schneller können wir handeln. Ja, also geben wir Gas. Meine Mutter meinte, es gäbe immer noch Hausfrauen, die auf diesen Beruhigungssirup schwören. Also habe ich es auf mich genommen, ihren Nachbarn die Wahrheit über dieses ekelhafte Gebäude zu erzählen. Das ist gut, Mr. Bell. Aber Sie können wohl kaum jeden Haushalt Londons besuchen. Nein, ich war auch nicht immer willkommen. Was beweist, dass falsche Informationen schwerer auszumerzen sind, als das Geschwätz der Fischweiber. Oder fliegen ins Lüftchen. Sorry. Alter, beruhig dich. Ich sollte abträglich in Besuch verbreitet. Dann wird Schritt für Schritt die Wahrheit die Oberhand gewinnen und die schmutzigen Lügen verdrängen. Deshalb sind wir hier. Aber wir müssen hineinkommen, ohne bemerkt zu werden. Ich betäube Sie und Sie schleichen hinein. Ich werde nicht nur einen, sondern drei Teile des Senders zerstören. Er wird sozusagen ohne Penny vor einer öffentlichen Toilette tanzen. Verdammt. Bell, los, gib Gas. Bau keinen Scheiß. So. Wollt's mir doch verarschen, oder? Man, die Bullen, das nervt! Betäuben kostet die Bullen auch nicht. Ich bin gleich fertig. Ach, lass mir raten, er ist erst fertig, sobald ich den gekillt habe. Also, das wird gelinde gesagt langsam ziemlich gefährlich. Oh, Grundgütiger, das habe ich gespürt. Ha, hab dich, du kleiner Quälgeist. Sag es ja, es geht erst zur Beute, D-Hop. Wir müssen hier über die Straße. Gib Gas. Also, das wird gelinde gesagt langsam ziemlich gefährlich. Ich habe es gespürt.
Na super, ich kann nichts mehr da. Verdammt nochmal. Wirklich der Kleine, aber ich habe ihn gezogen wie ein Zahnarzt einen faulen Zahn. Super, er ist fast tot. Alter! Lauf! Ich habe einer entgegengehen müssen und erledigen, bevor es noch in die Nähe käme. Jacob, Evie, es ist wieder einmal Dank angebracht im Namen dessen, was mir und unserer Sache am Herzen liegt. Der Meinungsfreiheit. Es ist ein Segen, dass Sie Ihr Genie zum Wohl der Allgemeinheit einsetzen. Allerdings würde ich vorschlagen, Sie räumen Ihre Werkstatt. Ach, nicht nötig. Nicht seit Sie mir einen Sack voll Courage gaben. Und übrigens... Mit meinen kleinen Apparaten habe ich nun jeden Schutz, den ich brauche. Sollten Sie mal einen Moment erübrigen können, kommen Sie vorbei. Ah. Ah, da haben wir wenigstens ordentlich was gekriegt. Jawohl, würde ich sagen. Und da haben wir offensichtlich unsere letzte Mission. Danach sind wir mit dem Kapitel fertig. Gang Upgrades. Die wären wahrscheinlich nicht schlecht, gell? Aber ich will nichts ausgeben dafür. Ich weiß, ich bin geizig. Warte mal kurz. Ah, nein, Blödsinn. Gürtel ist ein für Arm und nicht fürs. Ach, egal. Du wirst es doch bereuen, wenn ich darüber komme. Sagst du das? Es ist ja nicht so, dass ich Abwehr gedruckt habe, gell? Ich weiß, es ist während der Kommunikation mit Ubisoft Online Server, ist mir doch egal. Es kann wieder viel, wenn die Kommunikation plötzlich abbricht, wirklich wahr. Der Umhang schaut, also das Outfit von ihr schaut jetzt auch irgendwie grandios aus, hä? Huh? Mal, es ist nicht so ganz weiß. Und das schaut da irgendwie besser aus. Nein, du hast nicht. Aha. Wir müssen den Typen töten. Ach so, das ist gar nicht. Da ist es. Au. Wer weit fliegt denn der, wenn sie zuschlägt? Au. Was für ein Arsch. So, los geht's. Sir,
der Zug ist jetzt in Waterloo eingefahren. Sobald Starricks Männer hier sind, werden sie die Maschinen entladen. Nicht, wenn der Zug schon abgefahren ist. Komm mit deinen Freunden nach Charing Cross. Ich schicke die Maschinen dorthin und ihr könnt sie abholen. Wir können nicht tauschen, stimmt's? Na, wir müssen mit ihm. Gut, dann können wir wegen dem Gürtel schauen. Können wir den jetzt tragen? Na, da benötigen wir wieder Level 6. Du willst mich doch verarschen. Na gut, Fähigkeiten. Scheiß der Hund drauf, wir geben bei ihm auch auf Vollblut-Assassine. Uns bleibt eh nichts anderes mehr übrig. Das ist eben die Frechheit. Was ist das? Ich glaube direkt, dass wir das jetzt brauchen können. Level 5, ja, sehr schön. Ah, okay, shit. Da wären wir zum Spawn. Verdammt! Ah, doch, da ist ein Eingang. Ich hab schon gedacht, da ist ja kein Eingang. Ach, komm schon. Na, wir müssen sowieso da hoch. Sehr gut. Ladies and Gentlemen, bitte verzeihen Sie die Verspätung. Wir werden Sie schon sehr bald zur Central Station bringen. Wo zum Teufel ist dieser Fahrplan? Central Station ist geschlossen. Befehl von Netaway. Du hast die Pläne gesehen, oder? Wusstest du von der Schwachstelle? Das ist nur ein geringer Mann. Okay. Tarngelegenheit und Gelegenheit für einzigartiges Attentat. Werden wir beide machen. Schicken wir sie. Ich habe einen dringenden Termin an der Central Station. Nehmen Sie ihn wahr, sobald ich die Erlaubnis habe, die Leute durchzulassen. Sobald wir die Anweisung bekommen, schicken wir sie auf ihren Weg zur Central Station. Mein Kollege muss jeden Moment mit dem Fahrplan. Nein, was machst du? Zugfahrplan. Alles klar. Scheiße, die schon schneller. Hoppala. Schneller verreckt, als ich gekauft habe. Also, als ich befürchtet habe. Ah, Mann. Zeig denen, wie das geht. Ich mach's besser. Sorry. Ich bin jederzeit für dich da, Jacob. Ah!
Ich bin besser als ihr, das ist das Problem. Deutlich besser. Mach den Shit auf! Mhm. Ich bin an ihrer Seite, Mr. Fry. Ich halte dir den Rücken frei. Mr. Fry. Mr. Fry, ich halte ihn. Ich, Mr. Fry, ich halte den Fry. Sobald wir die Anweisung bekommen, schicken wir sie auf ihren Weg zur Central Station. Mein Kollege muss jeden Moment mit dem Fahrplan für die Central Station kommen. Wir danken ihm für ihre Geduld. Dein Kollege ist hier. Hier ist ihr verdammter Fahrplan. Oh, ich, vielen Dank. Verehrte Passagiere! Alle Züge werden über die Central Station umgeleitet. Ich wiederhole, begeben Sie sich für die Abfahrt zur Central Station. Ich muss unbedingt zur Central Station. Der Bahnhofsleiter ist sonst immer pünktlich. Das ist doch völlig absurd. Ich werde meinen Zug verpassen. Na, ja, das nützt uns nichts. Ladies and Gentlemen, bitte! Niemand darf die Central Station betreten! Bitte gehen Sie weg! Sollte ich sie etwas dezimieren? Das war! Pläne vom Sicherheitschef stehlen. Gute Idee. Scheiße, wo läuft er hin? Oh nein. Zu viele Gegner. Was machen wir da? Hoffen, dass der Typ wieder aufkommt. Bahnhofsleiter, und den müssen wir auch noch befreien. Na, wo sind die? Kommt jetzt auf alle Fälle wieder auf. Aber wir werden jetzt einen kleinen Schnitt machen, so fies es auch ist. Bis zum nächsten Mal. Ciao.